Morgen, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist der 11. September, der Tag des offenen Denkmals. Wir haben es jetzt 10.03 Uhr. Vor 3 Minuten ist die erste Gruppe hier in Reinhardsbrunn gestartet. Wir schließen uns dann gleich einer kompetenten jungen Frau, Rebecca Braun, die hier ganz viel Wissen angesammelt hat und mit einer Gruppe dann gehen wird. Und wir begleiten sie und wir zeigen ihnen dann in aller Ausführlichkeit, was hier heute im Reinhardsbrunn gezeigt werden kann. Sehr herzlich willkommen hier im Schlosspark von Reinhardsbrunn. Wie gesagt, es ist heute natürlich für uns auch erstmal eine Umstellung, dass so viele Leute jetzt mit einmal das Interesse haben an unserem Schlösschen, wo wir sonst immer nur 15 maximal haben. Mein Name ist, wie schon angekündigt, Rebecca Braun. Ich leite zurzeit hier auch die Schlossparkführung, bin also der Chef von Sianse. Und bin quasi dazu gekommen, weil ich in den letzten 2 Jahren einen Bundesfreiwilligendienst hier im Schloss im Förderverein für Schloss und Park Reinhardsbrunn gemacht habe. Habe also auch geforscht zu genau den Dingen, die weggekommen sind aus dem Schloss. Da werde ich auch im Laufe unserer Runde noch ein bisschen drauf eingehen. Ins Schloss selber können wir leider nicht nach wie vor. Es ist ein Rohbau. Sie brechen mir vom Dachboden in den Keller durch, weil nirgendwo Fußboden drin ist. Also es ist auch einfach aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich. Dafür kriegen Sie heute ganz exklusiv eben die Einführung vom Landesamt für Denkmalpflege. Das haben Sie sonst nicht, wenn Sie zur Führung kommen. So, da Sie ja jetzt schon so lange warten mussten, es ist gerade ein bisschen immer schwierig mit der Zeit, das zu organisieren. Aber ich würde mit Ihnen trotzdem schon mal ein Stückchen Richtung Schloss gehen. Holt euch das neue Glasfaser-Internet der deutschen Giganet. Stabiler, schneller, besser. Wir sind jetzt hier im Rosengarten und jetzt, wo wir hier oben stehen, sage ich Ihnen gleich, bitte suchen Sie keine Rosen, das sind keine. Wir sagen dazu zwar Rosengarten und inzwischen kann man auch wieder ein wenig erahnen, wie das mal früher ausgesehen hat. Bis vor ein paar Wochen war das alles eine Rasenfläche und der Buchsbaum mittendrin. Dass wir jetzt wieder so schöne Kieswege haben, ist so ein bisschen dem geschuldet, dass heute unser Chef kommt, nämlich Bodo Ramelow. Park und da ging das plötzlich auch ganz schnell mit dem Arbeiten da hier. Ja, das wäre schön. Ja, das ist so. Rosengarten ist also hier, der Rosengarten ist etwas Besonderes. Deswegen ist das auch mit den Wegen, betone ich das nochmal so. Es ist nämlich der einzige Teil des Parkes, der sich am Barock orientiert. Also alle Wege, Sie sehen es, laufen zu diesem lustigen grünen Häubchen hin. Darunter befindet sich der Brunnen eines altdeutschen Jägers. Reinhardsbrunn war ja ein Jagdschloss, also hier haben wir eindeutig den Verweis auch darauf. Und dieser Rosengarten, der sah früher so aus. Ne, da kann man sich schon eher vorstellen, warum man das Ding Rosengarten nennt, wenn man das Bild dazu sieht. Barockgarten hier also, weil man eben diese Rasenflächen hat. Hier sind sie jetzt begrenzt mit Blüten, mit blühenden Rabatten. Sogenannten Teppichbeeten, wie man sie noch auf Schloss Altenstein sehen kann. Und eine Zeit lang, Sie sehen es, war es Buchsbaum, was es hier begrenzt hat. Das ist also hier der einzige Teil, der sich am Barock orientiert. Ich rate meinen Gästen gerne, wenn Sie das hier und vor allem auch unser Schlösschen mal in einem besseren Zustand sehen wollen, schauen Sie bitte den Märchenfilm Rapunzel oder Der Zauber der Tränen aus der DDR-Produktion. Den hat man nämlich hier in Reinhardsbrunn verfilmt und das Königspaar macht da hinten in der Nische Frühstück. Also da kann ich Ihnen sagen, da ist das schon ein Unterschied zu dem heute. Wir stehen also jetzt quasi oberhalb des Schlosses und Sie sehen jetzt hier den Innenhof und quasi fast alle Gebäudeteile. Wir haben also das Hohe Haus, Hauptgebäude, dort waren früher die herzoglichen Gemächer drinne. Die Tordurchfahrt da drüber mit dem sogenannten Ahnensaal, da haben wir eigentlich das Thema schon aufgegriffen, Kulturspuren. Man hat hier eigentlich auf seine eigene Vergangenheit verwiesen, schon in Reinhardsbrunn, indem man die Bildnisse angebracht hat von allen Fürsten, Herzögen, Herrschern, Landgrafen, die hier im Gebiet also mal was zu sagen gehabt haben und mit denen man verwandt war. Moment, das ist die Hirschgalerie. Da haben wir ihn. So sieht er also drinnen aus. Ist auch ein relativ aktueller Zustand tatsächlich. Ist einer der wenigen Räume, die noch historisch so erhalten sind.
Die meisten Räume, ich hatte es vorhin schon erwähnt, sind tatsächlich im Rohbauzustand. Da ist kein Fußboden mehr drin. Man hat irgendwann übertapeziert. Man wollte ja hier nach 1990 das Hotel auf den neuesten Stand bringen und hat eben im Zuge dessen hier auch ganz schön schon umgebaut. Und leider ist davon im Zuge der letzten Besitzerwechsel ganz viel weggekommen. Es ist gestohlen worden. Vielleicht hat man es auch gewinnbringend verkauft. Auch das halten wir nicht für unwahrscheinlich. Und das betrifft eben vor allem genau diese Fußböden. Das ist der Zustand in einem der wichtigsten Räume im Hohen Haus. Sie sehen, da ist nicht mehr viel historisch da, ne? Das ist also übertapeziert worden. Man hat Wände eingezogen, man hat Wände wieder rausgerissen. Und der Fußboden fehlt halt. Und da sind wir auch in einem der Verweise an unsere britische Verwandtschaft, um es mal auf den aktuellen Stand auch zu bringen. Balmoral Castle, was ja gerade sehr im Gespräch ist, wo die Queen verstorben ist, das hat seinen Ursprung in der Gestaltung hier in Reinhardsbrunn. Königin Victoria von Großbritannien war ja verheiratet mit Albert von Sachsen, Coburg und Gotha. Und die beiden waren natürlich auch hier zu Gast. Und Victoria lobt eben genau diese Fußböden als besonders beeindruckend. Sie war von der Bausubstanz beeindruckt. Und Albert lässt Balmoral Castle in diesem Stil für seine Victoria umbauen, weil ihr das so gut gefallen hat. Wir werden leider gerne vergessen von allen wichtigen Verwandtschaftsverhältnissen hier, sei es die Wartburg, die ihren Ursprung hier im Kloster Reinhardsbrunn und in der Schauenburg oberhalb von Friedrichroda hat, oder das Schloss Friedenstein. Auch die vergessen uns gerne mal, wenn es um historische Fakten geht. Und die Engländer, naja, die wollen ja sowieso nicht mehr so viel mit Sachsen, Coburg und Gotha zu tun haben. Es ist hier um 90 ganz viel auch falsch gemacht worden. Aber die großen Verluste haben wir ja tatsächlich erst seitdem das hier wirklich leer steht. Also bis 95 war ja das hier unten noch Hotel, das war also wirklich noch genutzt. Und bis 2001 eben oben das Kavaliershaus. Und seit 2001 steht das ja hier quasi brach. Hat sich keiner mehr drum gekümmert. Und dann durch die vielen Verkäufe an Privatleute, die nicht unbedingt immer das Beste im Sinne hatten für unser Schloss, ist natürlich hier erst recht der Verlust eingetreten. Was nicht natürlich kam, das ist durch Diebstahl passiert, durch Vandalismus. Das ist also sehr traurig, dass man mit so wenig Respekt mit so einem Objekt umgeht. Vielleicht auch immer, weil man sich nicht bewusst ist, was hier historisch dran hängt, dass das eben der Ursprung Thüringens ist, dass hier die Landgrafen bestattet worden sind, dass das eben hier auch eine ganz enge Verbindung nach Großbritannien hat und eins der Beispielschlösser für die Bauzeit war. Reinhardsbrunn ist ja das erste, was neogotisch hier entsteht. Und gotisch, das kennen wir eigentlich nur aus dem Mittelalter, ne? Aber Sie sehen Spitzbogenfenster, die kennen wir also von den Kirchen im Mittelalter. Die hat man hier wieder eingebaut. Und hier bei denen hat man oben auch ein Maßwerk drin. Auch das kennt man so von den Kirchen. Und auch der Park war damals etwas Revolutionäres. Es ist nämlich der erste Park in der Umgebung, der im Stile des englischen Landschaftsparks angelegt wird. Das hat dazu geführt, dass ganz, ganz viele Menschen aus ganz Europa hierher reisten, um sich diesen Park anzuschauen. Dafür wurde ja das Parkhotel im äußeren Park gebaut, was mittlerweile auch nicht mehr steht. Das ist also tatsächlich fast genauso alt wie das Schloss gewesen, auch wenn man das zum Schluss gar nicht mehr gesehen hat, weil es einfach so stark umgebaut worden ist. Das Parkhotel ist 1816 oder 19 gewesen. Ist tatsächlich sogar noch ein Stückchen älter als Reinhardsbrunn. Ja. Das hat man zum Schluss wirklich nicht mehr gesehen. Ich dachte auch immer, das wäre ein sozialistischer Bau, weil es genau diese Form hatte zum Schluss. Ne? Ich kenne es ja noch, bevor sie es abgerissen haben. Deswegen habe ich auch gedacht, nur DDR-Bau. Dann habe ich gelesen, ups, 1816, 19, das ist ja doch schon ganz schön alt. Leider ist es nicht mehr da, obwohl es elementar eigentlich zum Schlossensemble gehört. Und hier unten der Bereich. Das ist einer der ersten Räume, die in Zukunft auch zugänglich gemacht werden sollen. Wir sagen dazu also Garten oder Erdsaal. Es ist ein durchgängiger Raum. Das ist also ein Raum quasi dahinter.
Genau, Sie sagen es schon, da war früher die Rezeption. Zu DDR-Zeiten, als das hier Hotel war, war das Ding dreigeteilt. Da waren da drei Räume drin. Viele kennen das also auch noch von früher, aber es ist eigentlich ein ganz anderer Raum gewesen, historisch. Und ich weise gerne auf die Fenster hin. Die sind nämlich einem glücklichen Umstand zu verdanken. Da waren alles Holzplatten davor. Und ich habe gedacht, naja, macht ja Sinn. Wahrscheinlich sind die Scheiben eingeworfen. Vielleicht hat man es auch davor gemacht, dass sie nicht eingeworfen werden. Tatsächlich waren da weder Scheiben noch Fenster drin. Da waren nur die Holzplatten davor. Dass wir jetzt wieder Fenster haben, ist wie gesagt ein ganz glücklicher Umstand. Die hat man nämlich in den 90ern ausgebaut, um sie zu einem Schreiner zu bringen, der die aufdoppeln sollte für die Wärmedämmung. Und anhand von alten Dokumenten konnte man also nachvollziehen, der und der hat den Auftrag gekriegt. Und der Herr hat die Fenster 25 Jahre aufbewahrt. Das sind tatsächlich die Originalfenster, die da mal drinnen waren in Reinhardsbrunn, die jetzt wieder drinnen sind. Also das ist wirklich, wirklich so ein Zufall, dass sich das also wiederfindet. Ich weiß nicht, ob die Rechnung nie beglichen worden ist. Und er hat es als Pfand behalten. Vielleicht hat er auch so wie wir immer gehofft, es geht irgendwann mal wieder aufwärts mit dem Schloss Reinhardsbrunn und hat sie deswegen hinterlegt, im Falle des Falles, dass es also wieder aufgebaut wird. So, ich würde mit Ihnen jetzt noch ein Stückchen weitergehen. Wir schauen mal, wie weit die anderen sind. Und wenn sie noch nicht so weit sind, dürfen sie noch ein bisschen mich genießen. Da ich sie dann zeitnah abgeben werde, wir aber jetzt in dieser Runde nicht zur Kapelle kommen, aber da sich ja eins der Highlights verbirgt, würde ich an dieser Stelle schon mal ein paar Worte dazu verlieren. Die Frage kam nämlich schon, oder die Anmerkung, das war früher mal das Küchenlager. Wie gesagt, da wir eben ein bisschen warten müssen und ich sie leider nicht dahin begleiten kann, würde ich trotzdem an dieser Stelle die Pause machen und Ihnen dazu was erklären. Die Kapelle, wenn wir dann in die Richtung kommen, sehen Sie das ja auch, sieht so ein bisschen angesetzt aus. Ist das kleinste Gebäude, ist das einzige Gebäude, was gelb ist. Und es ist auch das einzige Gebäude, was neoromanisch ist. Ich habe gerade was von Spitzbogen erzählt. Die Kapelle ist allerdings neoromanisch und wenn Sie mal hier unten die Fenster angucken, das ist auch schon Neoromanik. Das ist also auch ein Rundbogen, so wie man es aus der Romanik kannte. Und die Kapelle, wir können leider noch nicht rein, die soll aber auch zeitnah zugänglich werden, voraussichtlich Ende nächsten Jahres. Denn dort verbirgt sich ja eins der Highlights von Reinhardsbrunn, auch wenn es zurzeit nicht drinne ist. Dort ist nämlich der Sternenhimmel drinne. Wenn Sie dann runtergehen, sehen Sie, da sind ganz viele Fenster im Dach. Das ist keine Solaranlage. Ich fände das zwar gut, weil das würde schlicht und ergreifend Geld ins Haus bringen. Wenn das eine Solaranlage wäre, ne, ist nur leider mit dem Denkmalschutz nicht so zu vereinen. Und dieser Sternenhimmel ist eben etwas Besonderes, denn er ist nicht wie in anderen Kirchen gemalt. Er ist wirklich aus Glas. Und es muss halt auch wirklich ein unglaublich tolles Licht gewesen sein, wenn da die Sonne drauf geschienen hat. Sie sehen dann die Fläche, ne? Also phänomenal. Leider sind alle Fotos, die es davon gibt, schwarz-weiß. Da ist es zwar schön hell in der Kapelle, aber von der Farbigkeit kann man sich keine Vorstellung machen. Und weil wir schon davon gesprochen haben, zu DDR-Zeiten war das also, als das hier Feuerwehrschule war, erst Turnhalle. Und dann ab den 60er Jahren der Vorratsraum für das Schlosshotel. Und ich muss Ihnen die Geschichte erzählen, weil sie einfach zu herrlich ist. Ich hatte im Frühjahr hier einen Herrn zu Gast. Der hat mir in der Führung erzählt, der hat also hier drinnen, er hat Koch gelernt im Schlosshotel Reinhardsbrunn. Und als wir da oben standen und ich erzählte, na, war Vorratsraum, da meinte er so ganz trocken, in der Kapelle stand alles voller Kaninchenkäfige. Und ich war schon so, oh mein Gott, Kaninchenkäfige in der Kapelle, die armen Kaninchen, die arme Kapelle. Er hat mich dann beruhigt, er hat wahrscheinlich gesehen, dass ich schon halb umfall. Hat er gesagt, nee, so schlimm war es nicht. Die Kaninchenkäfige waren aufgestapelt und alle einzeln zugeschlossen. Da drin standen nämlich die hochwertigen Zutaten, die nur ausgewählte Gäste bekamen. Und dass die nicht verschwanden, hat man die eingeschlossen in den Kaninchenkäfigen. Also ich war schon hier kurz vorm Kollabieren, ne? Aber er hat das zum Glück gemerkt und hat dann gesagt, ist nicht so schlimm.
Jetzt soll also die Kapelle auch wieder hergerichtet werden, frühestens Ende nächsten Jahres zugänglich sein. Dann ist nämlich glücklicherweise auch der Sternenhimmel wieder drin. Hoffe ich zumindest. Und als man hier schon mal begonnen hatte zu restaurieren in den 80ern, hat man also diesen Sternenhimmel rausgenommen. Man hat auch den Fußboden herausgenommen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ich habe Ihnen ein Stückchen mitgebracht von diesen Platten. Das ist Villeroy und Boch. Also Mitte des 19. Jahrhunderts hat man sich nicht nur diesen Sternenhimmel geleistet als Revolution. Man hat hier auch schon Villeroy und Boch verbaut. Ich war auch erstaunt, dass die schon so alt sind. Und kleine Geschichte aus der Zeit, seitdem hier umgebaut wird. Ein Teil der Platten, die lagen immer aufgestapelt da drinne. Ein Teil der Platten hatten die Bauarbeiter im Baucontainer geschmissen. Da bin ich mal ausgerastet, das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Denn jeder Restaurator ist froh um jedes Originalstück. Sie mussten den Container am nächsten Tag wieder leer räumen. Der Fußboden sei natürlich wieder rein. Wir wollen da ja nicht irgendwas reinhaben, wenn wir so was Schickes haben. Also so viel, ne? Hier passieren manchmal auch Dinge, da fragt man sich. Aber naja, ob Bauarbeiter immer so den Blick dafür haben, für das, was hier historisch drin steckt, ist halt auch immer die zweite Frage. Ne? Sind denn jetzt hier Bauarbeiten oder ist das jetzt wegen Geldmangel? Nein, die Bauarbeiten laufen tatsächlich, zwar nicht von außen. Die Arbeiten beschränken sich vor allem auf den Innenraum, also hier jetzt im Gartensaal. Hat man schon begonnen, Wände zu restaurieren. In der Kapelle hat man Wände restauriert. Man hat Risse geschlossen, die ist also einmal auseinandergeklappt. Man hat eben auch schon begonnen, mit diesem Sternenhimmel zu arbeiten. Zum Glück sind ein Teil der Scheiben ja noch da. Und eben auch der Fußboden soll wieder rein. Wie gesagt, von außen sieht man nicht so viel. Von außen ist erstmal nur, steht ein Zaun drum. Man kann nicht mehr ans Gebäude. Es gibt einen Wachschutz, der also hier auch aufpasst, dass nicht noch mehr verloren geht, als das, was eh schon weg ist. Das sehen Sie jetzt natürlich nicht, weil man von außen erstmal nicht sieht, dass irgendwie gearbeitet wird, aber tatsächlich ist man hier auch dran und es wird finanziert aus Haushaltsmitteln des Freistaates Thüringen. Also aktuell ist noch nicht gestoppt, auch wenn man am Ende sagen muss, das Geld, was eingestellt ist, wird nie reichen für dieses Objekt. Wenn man sich den Zustand anschaut, wie der ist und was noch übrig ist, leider nur, da werden noch etliche Milliarden Euro reinfließen müssen, um es allein nur barrierefrei, also hier irgendwie nutzungsfähig zu bekommen, also dass man überhaupt wieder was anfangen kann mit diesem Schloss, dass es eben nicht nur eine leere Außenhülle ist. Das ist leider so. Ja, allerdings ist dort das Verhältnis ein bisschen ein anderes. Die gehören ja zur Stiftung, Schlösser und Gärten. Reinhardsbrunn allerdings nicht. Das ist immer mal wieder in der Diskussion, es in die Stiftung aufzunehmen. Das ist immer mal wieder vom Tisch runter. Da gibt es also noch keine endgültige Entscheidung. Aktuell ist es also wirklich nur reine Haushaltsmittel des Freistaates. Also da wissen wir auch noch nicht, wo der Weg mal hingeht. Auch noch nicht, was die Nutzung angeht. Also was mit dem Schloss mal werden soll, was da mal rein soll. Ob es wieder Hotel wird, ob es eine Bildungseinrichtung wird. Ein Pflegeheim hatte ich hier auch schon als Vorschlag. Oder ob wir wirklich am Ende einen Teil museal nutzen können. Das wäre natürlich schön, wenn man die Räume, die noch da sind, auch wieder zeigen kann. Ist aber leider nicht tragbar fürs ganze Objekt, weil es ist ganz schön groß. So, jetzt sind wir einmal rumgelaufen mit der Rebecca und das war so fantastisch. Sie haben es ja sicherlich im Film schon gesehen. Wir freuen uns auch, dass wir da mitlaufen durften, weil sie hat so wunderbar erklärt, auch so viele Details erklärt. Jetzt geht es hier um Radar, Bodenradaraufnahmen, da hat man noch neue Erkenntnisse und wir sind natürlich wieder mit der Kamera und dem Ton dabei. Es besteht natürlich das Interesse, auch wenn obertäglich nichts mehr zu sehen ist, A, zu wissen, ist da noch im Boden was vorhanden, B, was ist es, um also historisch über die Entwicklung des Geländes und des Klosters, wann ist da was gebaut worden, wie genutzt worden, weil man zwar durchaus alte Pläne und mal ein altes Bild hat, aber das trifft natürlich nur für den Zeitpunkt zu, wo es erstellt worden ist. Da kann sich vorneweg das anders dargestellt haben und hinterher wieder. Und wer weiß, ob es korrekt war, das Bild. Ne? Also da müssen wir schon nochmal nachgucken. Und wenn es für die zukünftige Nutzung irgendwelche Eingriffe in den Boden nötig sein sollten, dann will man natürlich wissen, wo man das clevererweise macht, ohne was kaputt zu machen. Also deswegen haben wir Untersuchungen gemacht.
Wir wollen aber auch nichts kaputt machen, weil Ausgraben ist zwar, bringt Erkenntnisse, ist aber in aller Regel damit verbunden, dass man es zumindest teilweise auch kaputt macht. Das geht dann gar nicht anders. Und wir haben auch ein paar Methoden, mit denen wir in den Boden blicken können, ohne das kaputt zu machen, also zerstörungsfrei. Die meisten Methoden davon gehören in den Bereich der Geophysik. Da gibt es ganz viele Methoden und wenn wir die alle anwenden, dann kriegt man natürlich ein sehr viel schöneres Bild, ersetzt aber nicht die Ausgrabung im Zweifelsfalle. Weil Sie sehen zwar, wo was ist, überhaupt was ist, aber was das genau ist, sehen Sie dann dort auch nicht. Das ist der eine Aspekt und der andere ist, es kostet natürlich Geld. Und deswegen wählen wir in der Regel eine Methode, die, wo wir die Aussicht haben, mit möglichst wenig Aufwand die größten Informationen zu bekommen. Das ist in diesem Falle hier das Bodenradar. Es gibt aber auch noch eine Menge anderer Methoden, die im Zweifelsfalle günstiger sind. Aber hier war es halt das Bodenradar. Was ist Bodenradar? Da werden Radiowellen in den Untergrund gesendet. Das ist so in dem Frequenzbereich, wo die Älteren werden es noch kennen, früher VHF-Fernsehen gelaufen ist. Wir haben da zwei Geräte in verschiedenen Frequenzbereichen. Das sieht zwar aus wie ein Rasenmäher, mäht aber leider nebenbei den Rasen nicht mit. Das müssen Sie extra machen, im Zweifelsfalle vorher, sonst kommen Sie damit nicht drüber. Das kommt zu dem Aufwand nämlich noch dazu, dass Sie erstmal Baufreiheit schaffen müssen. Und das ist bei so einer Fläche nicht zu vernachlässigen. Ja, dann müssen Sie damit drüber laufen. Wenn Sie damit einmal drüber laufen, die Wellen in den Untergrund senden, werden die reflektiert. Und zwar von Grenzflächen in der Leitfähigkeit des Untergrundes. Und die Leitfähigkeit wird im Wesentlichen durch den Wassergehalt bestimmt. Und der wiederum durchs Porenvolumen. Große Poren, viel Wasser, hohe Leitfähigkeit. Kleine Poren, wenig Wasser, wenig Leitfähigkeit. Am auffälligsten ist natürlich immer der Grundwasserspiegel, da reflektiert es am deutlichsten. Bei anderen Unterschieden ist der nicht ganz so groß. Ganz besonders unerfreulich sind Elektroleitungen. Die stören das Bild ganz enorm. Aber auch Rohrleitungen sind nicht besonders schön. Aber so Fundamente im Untergrund, Abfallgruben, frühere Oberflächen und sowas sind aber eben auch zu sehen. Allerdings, wenn Sie sich das Bild angucken, dieses Schneegestöber ist nicht so leicht zu interpretieren. Also da, wo Sie wahrscheinlich nur Graupelputz sehen, können wir aber immerhin was sehen. Und wenn Sie das dann aber nicht bloß einmal machen, sondern kreuz und quer drüber laufen, in relativ geringen Abständen, hier zum Beispiel mit 10 cm Abstand, dann kriegen Sie ein ziemlich deutliches Bild. Die Kollegen sagen, Sie schaffen am Tag 12 bis 15 Kilometer. Aber wenn Sie die Fläche in 10 cm Abstand ablaufen, ist die Fläche dann trotzdem nicht übermäßig groß, die Sie an einem Tag schaffen. Nichtsdestotrotz, es kommt was Schönes raus. Diese hässlichen Elektroleitungen können Sie im Übrigen ganz gut sehen. Hier haben wir mal eine, das gibt so eine schöne Parabel. Da wissen Sie, das ist moderne Elektroleitung, können Sie vergessen. Brauchen wir nicht historisch interpretieren. Durch diese vielen Profile, die wir aber haben und durch den Kollegen Computer, der uns bei der Auswertung hilft, können wir ein dreidimensionales Bild des Untergrundes erstellen und können dann virtuell gewissermaßen uns den Untergrund schichtweise angucken. Und wenn wir jetzt mal in 10 cm Tiefe unter Oberfläche auf das Gelände, auf dem wir gerade stehen, reingucken. Also wir stehen hier und das sind die Flächen, die wir gemessen haben. In 10 cm Tiefe sehen Sie wunderbar, wo die Leute langgetrampelt sind. Wo die langgetrampelt sind, wird der Boden verdichtet, kleines Porenvolumen, wenig Wasser, geringe Leitfähigkeit. Ne, da sehen Sie hier und da und so wunderschön die Trampelpfade. Wenn wir auf 90 cm Tiefe gehen, das ist nämlich die Tiefe, wo frostfrei die Leitungen verlegt werden, da sehen Sie natürlich auch die Leitung. Da, wenn Sie genau hingucken, auch noch ein paar mehr. Wenn wir auf 1,50 Meter Tiefe gehen, hier, da sehen Sie was, was auch jeder Laie sofort als Baustruktur erkennt. Nämlich die drei Apsidenfront einer mittelalterlichen Kirche. Und da wir ja ein Kloster gesucht haben, sind wir mit so einer drei Apsidenfront sehr zufrieden, da freuen wir uns. Wir sehen aber natürlich noch mehr und wir können das natürlich nicht bloß 1,50 Meter, sondern auch 1,43,5 Meter angucken. Ne? Und wenn wir uns da so durchtasten, können wir uns den Grundriss der Kirche wunderbar erschließen. Der sieht im Endeffekt so aus. Dieser Knüppel hier ist der Westturm, der ist praktisch unter diesem Turm da, können Sie sich also dran orientieren. Und dann haben Sie hier einen solchen Grundriss mit einem Langhaus, einem recht kurzen, aber vorhandenen Querhaus. Gut, dass ich es gerade erklären muss, da kann ich es auch festhalten. Und vorne die schon erwähnte Dreiapsidenfront. Und wir haben Ihnen zum Vergleich noch ein paar andere Kirchengrundrisse mit abgebildet. Vor allen Dingen Paulinzella, das ist sowohl in der Größe als auch von der Form her
absolut vergleichbar zu dem, was wir hier haben. Auch Thalbürgel ist von der Größe und Struktur her sehr ähnlich. Die Front ist noch etwas aufwendiger, aber trotzdem. Hirsau ist natürlich deutlich größer, ist ein bisschen bombastischer, das Kloster. Aber die Struktur ist auch dort die gleiche wie hier. Auf dem Petersberg ist es schon nicht mehr ganz so ähnlich. Daraus können Sie zwei Dinge entnehmen. Also zum einen, die Kirchen sahen also nicht nur im Grundriss, sondern dann sicher auch im Aufgehenden durchaus vergleichbar aus. Das sind die Dimensionen, die hängen natürlich auch von der Wirtschaftskraft, sprich von der Bedeutung ab. Also können Sie das, was hier an Kloster stand, in etwa vergleichen mit den Klöstern in Paulinzella und in Thalbürgel. Und da sehen Sie natürlich obertäglich noch ein bisschen mehr. Das heißt, wenn Sie sich eine Vorstellung machen wollen, wie das hier mal als Kloster ausgesehen hat, dann gehen Sie am besten dorthin, da haben Sie den besten Vergleich. Die eigentliche Klosteranlage hat also sicher in dieser Richtung gelegen, aber wie Sie sehen, steht da jetzt was anderes. Da hat der Kaiser sein Recht verloren, da kriegt man natürlich nichts mehr raus. Aber wenn Sie sich jetzt umdrehen, hat der Kollege, der das gemessen hat, den Grundriss, den er gefunden hat, für Sie ausgepflockt. Also nicht diese Pflöcke hier in der Mitte, das ist was anderes. Aber links sehen Sie die Außenwand ausgepflockt, da vorne, wo zwei ein bisschen weiter nach links stehen. Das ist das Querhaus. Hinter der kleinen Kuppe da, da sehen Sie schon nur noch die Spitzen von den Pflöcken. Das ist diese drei Apsidenfront. Na und rechts kommt die Wand zurück zu uns hier. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Erfolg, wenn Sie sich das Ganze mal im Gelände erschließen. Ja, das ist wichtig. Archäologie findet im Gelände statt, nicht im Büro und nicht am Computer, auch wenn die sehr hilfreich sind. Sie müssen solche Dimensionen erfühlen, haptisch laufen. Meine Damen und Herren, das war eine total spannende Tour durch den Park von Reinhardsbrunn, muss man ja eigentlich inzwischen schon wieder dazu sagen. So viel ist hier schon geschehen. Und vor allen Dingen, wenn Sie es gesehen haben, diese wunderbare Erklärung von Rebecca, was sie alles wusste und auch darauf hingewiesen hat, dass es einer der ersten englischen Parks hier in Thüringen gewesen ist. Ich kann nur sagen, wenn sich wieder Gelegenheit gibt, und das wird es immer wieder sein, kommen Sie mal her, schauen Sie sich selbst an. Wir sind begeistert gewesen und jetzt wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Sonntag.